Can you tell me, what are you afraid of? Dina. She's not afraid of anything. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie geht's dir, führt mich meine Reise nach Bangladesch. In ein Land mit wenig Perspektive, zu Menschen ohne Geld, in ein Klima ohne Rücksicht, über 7000 Kilometer von zu Hause entfernt. Mein erstes Ziel ist die Insel Bola, eine Insel, die jedes Jahr immer mehr unter Wasser verschwindet. Ich will wissen, warum leben die Menschen dort? Wie leben sie? Wie denken sie über die Zukunft? Was treibt sie an? Und was ist ihre größte Angst? Ich treffe ein paar der Bewohner der Insel, um mehr zu erfahren. She's saying 15 years ago they used to live there, which is inside where the water is right now. So there are property. Die Frau erzählt mir, sie verloren ihre Heimat, ihre Arbeit, Verwandte und Freunde, als das Wasser kam. Sie flüchteten ins Innere der bröckelnden Insel, um ihr Schicksal zu entfliehen. Doch wie sollen die Menschen ohne Besitz einen Neuanfang schaffen? Vor allem, wenn das Wasser dich immer wieder einholt. Das Wasser bahnt sich seinen Weg. Auch abseits der Küsten sehe ich überall Wasseransammlungen auf den Inselböden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Insel untergehen wird. Eine ungewisse Zukunft, die mir ein Gefühl der Perspektivlosigkeit auslöst. Die Bewohner der Insel zeigen mir, wie sie ihren Alltag mit den wenigen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nutzen. Es ist und bleibt leider nur der Versuch, das Wasser durch Dammbauten aufzuhalten und keine weiteren 15 Städte der Insel unter Wasser begraben zu müssen oder zu den Menschen zu gehören, die bei den Überschwemmungen hilflos ertrunken sind. Es ist die Hoffnung, auf die sie setzen, an der sie festhalten. Alleine in Bangladesch sind 19 Millionen Kinder akut vom Klimawandel bedroht. Ich frage mich, wie ist die Sicht eines Kindes auf diese Zukunft? So, tell me, what is your name? My name is Aisha. She said, my name is Aisha. My boy is Baro. I want to go to the house. What kind of job do you want to have? Can you tell me, what are you afraid of? Dina. She's not afraid of anything. Ich habe mit jeder Antwort gerechnet, nur nicht mit dieser. Ich frage mich an dieser Stelle, wieso die Menschen bleiben, warum sie nicht von der Insel flüchten. Masters, Dore, Tension, Itai, Kibazai, Kibazai. On the Tamra Tension, the young Gordman, Shamira, to know the Casnakol under Kaitvarina. Now, from the Tama Tension, Tai. Oh, Bolan with the rest. She again is there and Bahalo Asylum, Nizishoza Gasilu. Gai is the Kursi on Shambudine. There are another Shigan is Agazum in Asilu, by your Asilu, Shopno di Banyalis. If hunger for a Shigan, I see. Shai Noor erzählte von ihrem Neffen Rabbi, dessen verstorbener Vater auch einst ein Fischer war. Sein Großvater Abdul und sie mussten mit ansehen, wie Rabbi in die Slums zog, um für seine Familie zu sorgen. Ich verlasse die Insel Bola und meine nächste Station führt mich nach Dhaka, der Hauptstadt von Bangladesch.
Bangladesch ist 142 Quadratkilometer groß. Hier leben knapp 170 Millionen Menschen. Doch wenn es stark regnet, ist es gerade mal so groß wie Bayern. Aufgrund der Überschwemmungen. Jetzt stellt euch das mal vor. Es würden 170 Millionen Menschen in Bayern wohnen, wo sonst 13 Millionen Menschen leben. Das merkt man auch an dem unglaublichen Verkehr. In keinem Land oder Stadt der Welt habe ich sowas jemals gesehen. Auf den Straßen herrscht das reinste Chaos. Ihr müsst euch vorstellen, dass man für eine Strecke von 10 Minuten bei dem Verkehr in Dhaka so lang braucht wie für einen Flug von Köln nach Berlin. Auf den Spuren der Menschen, die vor dem Klimawandel flüchten, führt mich meine Reise in einen der 5000 Slums von Dhaka. Die Ankunft dort hat mich echt geschockt. All meine Sinne waren bis aufs Äußerste strapaziert. Die Hitze, die Luftfeuchtigkeit, der Geruch von Müll, Abgasen, Fäkalien, die Lautstärke, die dunklen Gassen, das gleißende Licht und die durchbohrenden Blicke. Unter den Menschen, die weit unterhalb der Armutsgrenze leben, lernen wir Rabbi kennen. Murte poto potome muri di tapore pies muri dia last bhul dia muri beche amar bapna de kami bazar taka laiga muri beche amaro bhai ache amar bhai dujon ar bon tinjon ar ma ache amar baba nai. Ein 12-jähriger Junge, der, obwohl er für den Lebensunterhalt seiner ganzen Familie sorgen muss, sein Lächeln nicht verloren hat. Das Zeug von Stärke. Habt ihr schon mal in einem eurer Kleidungsstücke den Schriftzug Made in Bangladesh gelesen? Ich denke schon. Ich will wissen, was genau es damit auf sich hat. Und meine Fährte führt mich nach Ghazipur, nördlich von Dhaka, raus aus den Slums. Genauer gesagt zu Tasnur, einer Näherin einer Textilfabrik. Und schon wieder Stromausfall. How often do you work in a factory and for how long? Shoptay 6 din. 6 bochor. 6 years. Apnar khaben na? Dhonnobad. Thank you very much. Wir alle kennen die Vorurteile gegenüber Textilfabriken in Bangladesch. Kinderarbeit, wenig Lohn, keine Hygiene. Giftige Stoffe, keine Schutzmaßnahmen und vieles mehr. Ich besuche eine Fabrik, in der Tasnur arbeitet. Eine Fabrik, die im Gegensatz zu vielen anderen mit UNICEF zusammenarbeitet. Wir können uns unsere Jobs und die Art der Ausbildung aussuchen. Es gibt eine viel breitere Auswahl. Viel mehr Möglichkeiten, dass wir uns schon oft schwer damit tun, die richtige Wahl zu treffen. Doch diese Menschen hier haben meist nur die eine. Und deshalb möchte ich mir selbst ein Bild von der Textilfabrik machen, in welche ich einen der Chefs der Fabrik treffe. For workers, what's important is that, you know, how we can help them in terms of education, in terms of health. There are no child labors in the garments industry. Beside that, we have a daycare center where they can bring their children can stay there. We are partnering with some other organizations to set up community clinic also. So that it's not only our workers who get the benefits, the people in the local community also, they can come access to that health center, you know. Our vision is to be the most attractive employer for the women workers in the garments industry of Bangladesh. I am Mohammed Zahidullah. I'm head of sustainability at DBL Group, and most of its product goes to Europe and USA. Mir wird klar, dass es keine Lösung ist, Textilfabriken dieser Art ohne Kinderarbeit und den Leistungen, die diese Einrichtung anbietet, zu schließen, weil sonst noch viel mehr Leute in den Slums landen würden. Ohne Essen, ohne Job
und ohne Trinkwasser. Die Lösung ist, die Arbeitsbedingungen für die Menschen dort zu verbessern und den Druck auf die Fabrikleitungen zu erhöhen, wie in der Einrichtung, die wir jetzt kennengelernt haben. Denn leider sind nicht alle Fabriken so. আমার নাম নিহামনি আমি বড় হই আমি এবার এসএসসি পরীক্ষা দিছি আমি বড় হই সাংবাদিক হতে চাই আমি ফাতেমা আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি আমি বড় হই একজন পুলিশ আসলে আপনারা আসছেন তার জন্য আপনাদের কাছ থেকে আমরা যতটুকু জানি না ততটুকু জেনে নিতে চাই Auf meiner Reise wird mir eine Sache glasklar. Bildung ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft. Auf allen Stationen meiner Reise, ob auf der untergehenden Insel Bola, im erbarmungslosen Slum in Dhaka oder in den Dörfern rund um die Textilfabrik, wenn die Kinder und die Jugendlichen eine Chance bekommen, zur Schule zu gehen, wenn sie spielen und lernen dürfen, wenn sie für ein paar Stunden am Tag Kind sein können, ist ihr Potenzial grenzenlos. Die Startbedingungen für die meisten Kinder, die ich getroffen habe, sind fragwürdig. Doch die Träume sind teilweise die gleichen. In Bangladesch oder bei uns. Die Chance dazu können wir ihnen in vielerlei Hinsicht geben, um für mehr Lernzentren und Schulen zu sorgen, wie in den Slums oder in unmittelbarer Nähe der Textilfabrik. Wir können natürlich keine Insel vor dem Untergang bewahren. Wir können den Menschen in den Slums keine neuen Häuser bauen. Aber wir können für eine bessere Zukunft sorgen, indem wir im Hier und Jetzt für eine ordentliche Bildung der Kinder sorgen, damit ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht nur ein Traum bleibt, sondern durch unsere Hilfe zur Wirklichkeit wird. Zu erleben, wie die Kinder in den Slums tagtäglich ums Überleben kämpfen und wie sie trotz schwierigster Umstände noch Freude haben können und wie UNICEF für sie eine Chance bedeutet, den Anschluss nicht zu verpassen, war extremst beeindruckend, aber auch überwältigend. Es hat mir vor allem klar gemacht, dass wir alle helfen können. Einfach mal einen Kaffee selber machen, statt einen Kaffee to go zu holen. Einfach mal aufs Datenvolumen fürs Handy verzichten. Einfach mal selbst kochen, statt eine dicke Pizza zu bestellen. Oder einfach mal einen Drink weniger im Club ordern. Ich habe zusammen mit UNICEF eine Spendenseite für dieses Projekt hier errichtet, was auch unten in der Infobox verlinkt ist. Und jede Hilfe kann eine wahnsinnig starke Stütze sein. Ich würde mir wünschen, wenn wir gemeinsam was bewirken können und somit den Kindern die Möglichkeit für eine bessere Zukunft geben. Ich danke jedem Spender und ja, lasst uns gemeinsam den Stein zum Rollen bringen.